mach dich auf in die Welt, in ein anderes Land, wo es dir gefällt. Ach, guten Morgen. Ich bin Christian und ich fahre mit meinem Fahrrad um die Welt. Das ist mein Zelt, das ist mein Fahrrad, das bin ich. Und im Mai 2019 bin ich in Deutschland gestartet und ich bin mittlerweile in Polen. Ich bin in der Nähe von Krakau und habe die letzten paar Tage in Krakau verbracht. Das ist echt eine wunderschöne kleine Altstadt. Viele Sehenswürdigkeiten, es lohnt sich echt, Krakau zu besuchen. Und mein nächstes Ziel ist jetzt Moldawien. Ich ziehe jetzt eine gerade Linie über das Karpatengebirge Richtung Moldawien. Schließlich waren die letzten paar Tage in Polen und in Deutschland sehr flach. Und jetzt freue ich mich drauf, ein bisschen das Gebirge kennenzulernen. Zur morgendlichen Routine gehört es auch immer, die ganzen Schnecken vom Zelt zu flutschen. Nachdem ich Krakau verlassen habe, bin ich jetzt in etwas gebirgigeren Gelände. Ist deutlich spannender. Da drüben sieht man auch schon die ersten Berge. Auch wenn es jetzt ein bisschen anstrengender ist, die Berge hochzufahren. Aber ich habe meine Übersetzung am Rad geändert. Ich habe vorne 22 und hinten 36. Damit kann man schön gemütlich und langsam die Berge hochfahren. Scheiße, die sind immer schnell. Ich befinde mich gerade in Lima Nova und habe vor kurzem vor ein paar Kilometern einen anderen Radfahrer getroffen, mit dem ich mich unterwegs ein bisschen unterhalten habe. Dann hat er mich auf ein paar Bier eingeladen und mir eine Empfehlung gegeben, doch anstatt durchs Tal zu fahren, in die nächste größere Stadt doch den Highway zu nehmen, da ich da im Endeffekt eine deutlich bessere Aussicht und eine viel schönere Route haben werde, auch wenn das ein bisschen stärker befahren ist. So, jetzt wird es wirklich Zeit, dass ich einen Platz zum Übernachten finde. Ah, ich schätze mal, wenn ich mir die Sonne angucke, ungefähr ein Stündchen Sonne, vielleicht ein bisschen länger. Und da drüben ist ein Kreuz. Das ist der Ort, wo ich übernachten möchte. Da geht eine Straße hoch hier lang. Und der Plan für heute ist,
Ich will genau neben dem Kreuz mein Zelt aufbauen. Okay, ich bin hier jetzt runter vom Highway und vielleicht noch anderthalb oder zwei Kilometer bis zu dem Kreuz. Wo ist es? Da irgendwo ist es. Und dann diese Eschlagstraße hierher. So, Sonne ist auch noch ein bisschen da. Und boah, sieht das richtig geil aus mit dem dieseligen Nebel. Schön. Puh, der Weg ist doch steiler, als es von Weitem aussah. Aber da ist das Kreuz. Da ist es irgendwo. Da ist der Sonnenuntergang. Und ich fahre da jetzt hoch und baue da mein Zelt auf, egal was kommt. Oh, fast geschafft. Hier endet der Asphaltweg. Da hinter den Büschen, man sieht es gerade nicht, das Kreuz. Ich muss jetzt hier diesen Trampelpfad lang. Ist ja mal ein anstrengender Tag heute, aber ich habe es geschafft. Hier will ich mein Zelt heute aufbauen. Hier will ich bleiben. Ich meine, Rundumsicht, geil das hier aussieht mit dem Sonnenuntergang. Boah. Also die Gegend von Polen ist echt eine schöne Gegend. Erinnert so ein bisschen an die Alpenvorländer mit diesen Tälern. Jetzt so ein bisschen diesig. Das heißt, man hat nicht so eine weite Sicht. Ach, klasse. And the fire upon the power just a blazer. Ich habe jetzt gerade hier mein Zelt aufgebaut und eigentlich ist das perfekt, aber da drüben fängt es an zu donnern, nachdem es jetzt auch schon dunkel ist. Und ich bleibe hier bestimmt nicht hier oben. Das wäre der perfekte Platz. Aber das ist mir echt zu gefährlich. So, ich muss jetzt alles wieder abbauen und werde jetzt weiter ins Tal weiterziehen. Super Kacke. Guten Morgen. Nachdem es ja gestern Abend noch angefangen hat zu blitzen, obwohl die Wettervorhersage absolut klaren Himmel vorausgesagt hat, habe ich jetzt mein Zelt hier im Tal aufgebaut. Und gestern, ich versuche es mal zu zeigen, hier vorne, hier auf diesem Hügel, da hatte ich ungefähr mein Zelt. Einen wunderschönen guten Morgen. Gestern bin ich hier in einem kleinen Dorf angekommen, eine kleine Stadt, die hier heißt Kamonika. Und hier auf diesem Spielplatz bzw. Park habe ich gestern mein Zelt aufgebaut. Richtig schön gelegen, direkt hier so am Bach, wo ich dann meine Wäsche waschen kann und mich auch selber waschen kann. Naja, also gestern habe ich halt mein Zelt aufgebaut, genau an dieser Ecke hier. Und um ca. 1 Uhr nachts kam mir so eine Horde Jugendlicher vorbei, die hier ein paar Bier getrunken hatten. Die hatten so eine dicke Boombox dabei. Und ja,
Da war ich natürlich erstmal so ein bisschen angepisst, weil die haben hier mega Krach gemacht. Und von einer Gruppe besoffener Jugendlicher nachts geweckt zu werden, ist natürlich etwas, was man überhaupt nicht möchte. Wer weiß, wie die drauf sind. Aber wir sind hier in Polen und die Leute waren super cool drauf. Das heißt, nachdem ich hier ein Bierchen mit denen getrunken habe, bin ich da mit denen zu einer Hausparty gegangen und da haben wir noch ordentlich Wodka getrunken. Naja, dann habe ich noch bei denen auf dem Sofa gepennt und jetzt bin ich wieder hier. I don't have vodka. Yeah. Can you? Yeah, of course. Okay. Okay. Let's go here. This is Polish tradition. Yeah. It's awesome, man. Gerade bin ich hier so einen Weg lang gefahren und hier vorne ist er noch gut, aber wenn man weiter darüber fährt, dann wird der Weg zum Trampelpfad und an so einem Blockhaus hat er dann im Nichts geendet. Und als ich dann mein Navigationsgerät überprüft habe, weil das Navi hat mich halt auf diesen Weg geschickt, an so ein Blockhaus macht mir ein alter bärtiger Mann die Tür auf und sprach leider kein Englisch, aber der hat mir dann auf einer Karte auf dieser Karte hier den richtigen Weg gezeigt und habe mich noch auf den Tee eingeladen. Ja, super nett, also klasse Sache. Als ich dann gehen wollte, hat er mir die Karte auch noch geschenkt und die ist mir für heute sehr hilfreich. Ich würde die natürlich, hätte die gerne abgelehnt, weil die hilft mir wirklich nur für heute. Morgen brauche ich die Karte schon nicht mehr. Ich denke mal, dass hier in der abgelegenen Gegend der die Karte deutlich besser brauchen kann als ich. Aber er hat unbedingt darauf bestanden, dass ich die mitnehme. Looky here, mama, let me explain you this. You wanna get crooked, I'll even give you my fist. You might read from Revelation back to Genesis. You get crooked yourself and can't belong to me. So there ain't no use in bringing no jive to me. Southern can is mine in the morning. Southern can belongs to und me. Und die nächste Flussüberquerung. Also Schuhe aufziehen, Ruhe laufen. Some hot shots got money gonna pull my bail. As soon as I get out, hit the ground. Southern can is worth $1.50 a pound. So they ain't a easy bringing no job to me. The Southern can is mine. Talking about it, the Southern can belongs to me. You might take it from the south, baby, hide it up north. Understand you can't rule me or be my boss. Take it from the east, hide it in the west. But when I get a mama, you can't see no rest. So they ain't a easy bringing no job to me. The Southern can is mine. I'm screaming. Southern can belongs to me. Baby, ashes to ashes, sand to sand. When I hit your mama, then you feel my hand. Give you a punch through that barbed wire fence. When I hit you, baby, you know I'll make no sense. 800 Meter später die nächste Flussüberquerung. So, ich habe mir jetzt Sandalen angezogen. Das ständige An- und Ausziehen der Schuhe, da habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Brick out of my backyard. Ain't no use in bringing no job to me. The Southern can is mine. Talking about it, the Southern can belongs to me. Well, if I catch you, mama, down in the heart of town, I'm gonna grab me a brick and tell you can on down. Ain't no use in bringing no job to me. Und eine Schranke. Da wäre ich elegant runtergesurfen. Oje, oje. In der Gegend wohnt kein Mensch, trotzdem gibt es hier überall Marien- oder Heiligenstatuen. Direkt ist auch das nächste Kreuz.
nächste Überquerung. Okay. An. Jetzt kommt Land Nummer 3, die Slowakei. Und direkt gibt's eine Abfahrt. So, das ist der erste Tag in der Slowakei und bis jetzt sieht alles sehr gut aus. Ich habe mir heute vorgenommen, ungefähr 80 Kilometer zu fahren bis zu dem Ort Snina, also S-N-I-N-A. Das heißt dann, ich würde morgen schon die Grenze zur Ukraine überqueren. Das ist nur ein kurzer Abstecher in die Slowakei. Also ich war hier schon mal in der Slowakei, ich war schon zweimal in Bratislava, aber da habe ich halt nicht viel von dem Land gesehen. Das Wetter ist heute richtig gut, also es ist nicht so heiß, die Sonne scheint und das Navigationsgerät sagt, dass wahrscheinlich 70% der Strecke bergab geht, also alles perfekt. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, look for a come up, this is freaking awesome. Walking through the club like what up, I'm such a big shot. I'm so pumped about the flag from the thrift shop. I saw my friend, it's so damn frosty that people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, heading to the mezzanine, dressed on pink, and my gator shoes also green. Straight in the left, I make a girl stand next to me. Thought we should wash this, cause it smells like R. Kelly sheets. Bag it, popping it, washing, about to go and get some compliments. Passing up a lot, and someone else has been walking in. Being grunge like a man, I'm done. Der heutige Tag, der lief echt gut. Heute bin ich gut vorwärts gekommen. Ich habe es nicht mehr weit bis zur ukrainischen Grenze. Es sind vielleicht noch 15, 16 Kilometer. Und heute geht es gleich noch ein kleines Stückchen steil den Berg hoch. Schätze mal 2-3 Kilometer und dann bin ich auf der höchsten Stelle. Und morgen kann ich dann komplett 15 Kilometer in die Ukraine bergab fahren. Und heute habe ich 95 Kilometer geschafft, was schon ganz gut ist. Ich habe es geschafft, auf dem höchsten Punkt, ich hoffe man sieht es gegen die Sonne, war leider nur Wald. Da gab es leider keinen guten Platz zum Übernachten. Ich suche lieber was Offenes, damit ich vielleicht noch einen Sonnenuntergang oder einen Sonnenaufgang mitkriege. Deshalb will ich mir das mal anschauen, ob ich hier vorne auf diesem kleinen Hügel hier, ob ich da nicht hochfahren kann. Vielleicht lässt sich da gut übernachten. Dann habe ich Sonnenuntergang ungefähr da vorne. Und so ein Aufgang müsste dann in die Richtung gehen. Da könnte ich mir beides angucken. Das wäre echt klasse. Da unten ist die Straße. Oh, das ist das Tal.
In die Richtung geht's in die Ukraine. Guten Morgen. Gestern hatte ich in dem Laden so eine günstige Hängematte gefunden. Und jetzt chille ich hier gerade hier in der Hängematte und habe hier auch gepennt. Sonnenaufgang gibt es leider nicht so wirklich. Irgendwo da vorne sollte die Sonne aufgehen. Und jetzt wabert der Nebel durchs Tal. In die Richtung ist die Ukraine. Wow. Ja, jetzt werde ich gleich meine Sachen zusammenpacken und dann rolle ich noch einmal 10 Kilometer in die Ukraine. Und dann habe ich es auch schon geschafft hier. Da ist die ukrainische Grenze und da scheint nicht viel los zu sein. Vielleicht komme ich schnell durch. Die erste Grenze, wo ich meinen Pass zeigen muss. Die Grenzüberquerung ging super einfach. Ich musste einfach nur einmal meine Tasche öffnen, meine Fronttasche, da haben sie einmal reingeguckt und dann konnte ich direkt weiterfahren. Der Zöllner meinte noch, er wäre neidisch, dass er arbeiten müsste und ich so viel Urlaub hätte. Also alles super. Und hier stehen wie an fast jeder Grenze die ganzen uralten Autos. Keine Ahnung, was sie damit aus sich hat. Sehen auf jeden Fall alter aus. Die ganzen Laders haben wir hier und keine Ahnung was. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt in der Ukraine. Jetzt ist die nächste Mission. Ich muss irgendwie Geld wechseln. Ich habe noch polnisches Geld. Oder einen Bankautomat finden. Aber ich habe auch noch genug Essen und zu trinken. Deshalb ist das nicht so wild.